Moin zusammen und willkommen zurück zu The Dream Machine. Wir sind inzwischen in Kapitel 4. Was? I don't need to visit her dream again. Ja, das ist okay. Receive und das Receive. So, ich denke, sie ist safe, ne? Alicia is still under the influence. Ja, she should be safe now. Yo, until I purge the machine from all dreams. Okay, alles klar. So, okay. Das heißt, wir können uns jetzt auch bei den anderen umsehen, ne? Bei den anderen Leuten. Aber ich würde erstmal gerne gucken, gibt es hier irgendwas? Irgendwas Aufregendes? Nö. Bathroom. Irgendwas Cooles, was hier passiert ist. Tower Hanger. It's an old hanger. Okay, nichts Aufregendes, ne? Flash. Ja, okay, alles klar. Ich finde es einfach nur witzig, dass das geht. So, ist die Wohnung denn leer? Also ist niemand sonst hier? Das sieht aus wie zuvor. Okay, das ist gut. So, zur Nursery. Okay, auch nichts weiter. Gut, ich denke, wir können sie beruhigt alleine lassen. Ne? Okay, ja, das Ding ist da noch. Aber, ja. Ist immer Surveillance Camera Monitor and Sleep. Genau. So, connected in the basement. Genau, da gehen wir gleich mal hin. Leave. So, ich würde nämlich ganz gerne, bevor wir jetzt die anderen Leute besuchen, würde ich ganz gerne mal gucken, was der Typ sonst noch so zu verbergen hatte. Er ist ja jetzt tot. Dort und ich denke, wir können uns da umsehen. Ne? Basement. Wir sind jetzt in 2. So. Mal gucken. Der Typ ist noch da, ne? Ja, der ist noch da. Super. Der hat auch diese graue Gesichtsfarbe. Genauso wie der. Wie heißt er noch? Mr. Morton. So fast blocking the entrance, permanently stuck. Oh, dann bleibt er auch hier. So, irgendwas Cooles hier. Jones, Brittle, Morton. Morton Estates, genau. So, nichts. Morton, ne, kommen wir nirgends ran. Okay, haben wir irgendwas im Inventar? Master Key. Unlock the Letterbox. Okay, das können wir machen, gut. Nichts drin, wie es aussieht. Nö. Gar nichts? Ja, der Postbote kommt hier. Ah, hier, guck mal. Pickup Letter, das sehen wir uns gleich mal an. Und Jones. Okay. Close, close, close. Kann nicht so viele Beweise hinterlassen, ne? Dann lass uns mal gucken, was bei dem Typen da. Mr. Martin Willard. Okay. Looks like a bill. I'm not comfortable over my neighbor's mail. Trotzdem, open. I might contain some important. In der Tat, das sehe ich auch so. Examine phone bill. Okay, Dills up from call. Tralalala. Total charged 80. $80. Echt. Ist doch ein Dollar, ne? Hammer. Das sind Telefonpreise. Has received a telephone bill. It has its number on it. Gut, das brauchen wir wahrscheinlich für später nochmal, ne? Vielleicht um in seine Wohnung reinzukommen oder um ihn anzurufen oder was auch immer. Okay, gut. Der $80, Alter. Das ist schon eine heftige Telefonrechnung. So, what are behind this secret door? Ja, das werden wir uns mal angucken. Examine. Something written on the wall. It looks like a kind of code. Das wissen wir ja jetzt. Warte, ich hatte es mir notiert. Ich brauche eben meine Aufzeichnung. Da ist es, genau. Wir haben das an den Fernsehern, an den Monitoren gesehen und haben dazu Nummern gefunden. Okay, die Frage ist nur, wo kann ich das? Ach, hier kann ich das eingeben, ne? An old gramophone. Crank handle, genau. So, Ach Mist, jetzt hätte ich mir merken sollen, warte, jetzt hätte ich mir merken sollen, in welcher Reihenfolge. Also, das da oben, das bedeutet 6. Na, 6, clockwise. Dann counterclockwise ist, was war das für eine Nummer? 1.
Und dann das hier ist die 3 wieder clockwise. Okay, gut, hab's sortiert. Das kriege ich hin. Also 6 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einmal counterclockwise und 3 mal clockwise. Juhu! Es ist geschafft. Ja, yes. Autosaving, das war something good. Enter secret door. Door. Aha, okay. He wasn't kidding when he said his apartment extended further in. Ja, aber das war doch klar. Ich meine, er bewohnt die ganze untere Etage. Ist doch klar, dass das die Summe der Wohnung oben drüber ist. Okay, examine bucket. Bruno Brown sludge in a button. Yucks. Okay. Turn on water. Wow. Alter! Was? Was ist da los? The place is really falling apart. Ja. Kann man nochmal? Oh, ach so, ich kann es mitnehmen. Ach was. Okay. Ja, gut. Wofür auch immer wir das gebrauchen können. Examine Books, mal gucken, was hat er hier dann alles? These books are mainly on topics such as farming and gardening. Ja, okay. Nichts Aufregendes also. Da ist Pickup Book mit dem. Ah, Captain Notebook. Irgendwas Interessantes? Zeig mal. Ja. Oh, achso, geht noch weiter. Ja, per father's recipe again. Was? Okay. Mr. Deepin Agent Gadgets Form. Was ist das denn hier? A, B, Door Code A to B. So, oder was? Ah, hier, guck mal da. 169 28. Oh, Mist. Warte. Nee, wie geht denn das? Wie kriege ich das hin? So kriege ich das hin. Okay, sehe ich das richtig? Oben steht 169 und unten umgekehrt 284. Nee, warte mal. A to B 284691. 284691. Moment, ich muss mal eben die Maus da drauf halten. So, schreibe ich mir auf 284691. Okay. Was auch immer das bedeutet. No patience, Martin Willard. No patience? Wieso? Okay. The new patient is set to arrive on Tuesday. It didn't specify in the next of kin, but as AIDS over regular due to his disability, look forward, seeing how physical limitations manifest themselves in their dreams. Boah, was fies, ey. Der Typ war. Können wir das mitnehmen? Nee, können wir nicht. Er hat Sleeping Beauty Pizza Sauce. A few yellow onions. Muss ich mir das merken? Sir von Marguerite, Vanilla Cupcakes. Falls er noch ein Rezept braucht. Naja, Self-Raising Flour ist übrigens eine Mixture aus Mehl und also in den angloamerikanischen Staaten ist das sehr verbreitet. Aber bei uns ist das halt eben, du kannst es nur mixen mit Flour und Backpulver. Also Mehl und Backpulver. Oh, was? Sleeping Power. Ach, hier. Sleeping Power. A few yellow petals of das polarized. A few red petals vom Ficus. Sap vom dem da und Crush und lalala. Aha, dafür brauchen wir das also. Frank Morton. Frank, okay. Und hier. Noch. Oh nein, warte mal, das ist ein Ultraschall. Nee, Alicia Neff. Woher hat er das? Was ist jetzt? Wieso ist das? Warum? Und was hat Alter, das sind ja, das sind wir, das ist unser Charakter und das ist unsere Frau. Alter, okay. So, ich denke mal, das Rezept werden wir auch noch brauchen. Wofür auch immer. Gut, okay, Examine Desk. Ja, Pick a Pestle, okay.
Pick up spoon, drop spoon. Pick up pills. Was? It's a bottle of prescribed medication. Did Morton suffer from some kind of alignment? Pick up beaker. Was können wir uns das Inventar hier so? So, Dormicum. Was können wir uns das Inventar so vollmühlen? Ist denn da sonst noch was? Oben Valve? Hm, vielleicht lieber nicht. Okay, also wir müssen offensichtlich dieses etwas zusammenbrauen. Wenn ich raten sollte, würde ich sagen, es ist dieses Sleeping-Zeugs. Cupboards, Backs of Tops. Achso, können wir hier auch noch gucken. Keramic Pots, Bags of Fertilizer. Und hier Mandy Garden Equipment. Okay, most of these are carrots and plants. Ashtray, there's a lighter in here. Ah ja, gut. Okay, haben wir auch. Might be useful. Ja, sehe ich allerdings auch so. Ist da sonst noch was? Nein. Water boiler. I had one in this kitchen as well. Drink a love of beverage. Sure. Beer bottle. Cheers, old fool. Was hast du jetzt echt getrunken? Nee, hat er nicht. Okay, die Pflanzen. Pick up blue. Ah ja, siehst du, und da kommt's auch schon. Yellow. Aber wir brauchen dort noch White, Blue, wir brauchen doch noch Rote, ne? Da oben, Violet und da Red. Okay. Das brauchen wir dann nur noch zusammen mixen. Okay, ich wende mich erstmal der Door zu. Reinforced, some protecting, something important. Natürlich, wir alles hier. Keypad, so, also. 2, 8, 4, 6, 9, 1. Yay! Okay, autosaving. It turned out to be something good. Ach du Heiliger, was ist das denn? What the, ja, du sagst es. What the hell is that thing? Nee, ich will da gar nicht so gerne so. Was ist die Towel? Surprisingly clean. Turn on water. I feel more tired than I look. Okay. Bisschen Paper. Ashray. Gula. Bruins. Okay. Examine books. Psychoaktive Substanzen. Alter. Hat das hier zugemacht, damit kein Licht reinfällt oder damit hier niemand reinguckt. Hier ist wieder the brown sludge on the button. The bark on this thing constant leathery. Okay, it's extremely tough. Haben wir denn was zum Schneiden? Oh ne, warte mal, aber wir haben. Geht das? Oh, das ist ekelhaft. Nothing happened. Okay, und jetzt könnten wir hier. I don't want to eat it. Nee. Du sollst ihn ja auch nur da drunter halten. Hier ist Beaker with. So, ne? I've collected some coffee set in a Beaker. Oh. So, was? Jetzt hast du psychoaktive Substanzen. Alter, was sammelst du denn hier alles ein? Eremin. Okay. Skin Lotion. Skin Cream. Examine Shampoo. Okay. Beer Bottle. Und wieder. You old fool. Hm? An empty washing machine. Haben wir denn was wir waschen könnten? Nö. Sieht nicht so aus. Was ist das? Ah, nee, da haben wir schon. Toilet brush. Okay, gut. Ja, ich denke, wir können uns ans Brauen machen, ne? Sieht so aus, oder? So, okay, das würde ich da draufstellen. Nee, kommt nicht da drauf. Gut, vielleicht zu gucken wir uns nochmal das Rezept an. Okay, also Yellow und Red. Yellow und Lab. Red. Halt, warte, nee, so weit zurück wollte ich gar nicht. Also Red und Yellow. Jetzt empty. Okay, empty. Na gut, meinetwegen. Pen is too wet to powderize. Was? Warum? Okay. Was soll ich stattdessen damit machen?
Lassen sich die Yellow und dann. Oder muss ich die vorher erst trocknen oder was? Die sind too wet. Okay. Okay, so. Super. Aber ich nehme an, so wird das nicht funktionieren, ne? Nee. Aber den Löffel könnte ich da drüber hängen. Vielleicht so. Geht das? Ist das okay so? Die scheint so, ja. Okay. Genug. Kommt kein Dampf mehr, dann kann das da ja rein, ne? Hey. Okay, gut. Das mache ich jetzt mit den gelben auch. So. Trocknen. Jo, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So, okay. Gut, nehme ich auch auf. So, die müssten jetzt doch pulverisiert werden können, ne? Kann ich das beides zusammenpacken? Nein, natürlich nicht. Das habe ich mir gedacht. Okay. So, jetzt Red Fine Powder. Cool. So, und jetzt Yellow Powder. Okay. Yellow Powder, genau. So. Okay, wie geht das Rezept denn weiter? Eremin, okay, Crush, Eremin und Dermatio, das müssen wir auch noch. Und das hier wird wahrscheinlich diese komische Pflanze sein, ne? Okay, aber erst einmal müssen wir, nein, nicht ganz weg. Ich möchte noch ein bisschen mehr hiervon. So, okay, warte mal, hä? Doch, das sind die Pillen. Warum kann ich das nicht gleich alles zusammen crushen? Und die größere Frage ist, wofür brauche ich das so? So, okay, gut. Jetzt habe ich das Zeug und lass mich raten, das kann ich jetzt alles zusammen mischen. Ja, ich kann das alles zusammen mischen. So, damit habe ich ein Schlafmittel. I put the marijuana into the beaker. Gonna be turned into a strange powder. Okay. Aber der Kaffee geht in Disney just be close to it. Okay. Ach du liebe Zeit. Beaker full of sleeping powder. Ja, die Frage ist, was machen wir damit? Denn die Bewohner hier im Haus, die müssten ja wegen der Maschine bereits. Oh, warte mal, ich stelle besser das Gas ab. Müssten ja wegen der Maschine bereits schlafen. So. Also, was mache ich jetzt damit? Steel Door. Ja, du bist ja da schön friedlich, ne? Hm. Also, was mache ich jetzt? Enter Office. Wen wollen wir uns denn mal ansehen? Hm, hier ist nichts Aufregendes. Okay. Gut, gehen wir mal raus und gucken mal, wer denn noch aktiv ist. Das müssten wir doch hier. Oh, warte mal, können wir den Typen hier einschläfern? Kam jetzt nicht so rüber, wie es sollte. Guck mal. I can't throw it in his face. I managed to knock myself out as well. Oh, ja. Okay. Das heißt, wir müssen ihm irgendwo talk to mover. Thanks for the crowbar. Came in really handy. Glad to hear that, sir. Okay, das heißt, wir müssten ihm irgendwie ein Getränk oder so vorbereiten, ne? Aber die Frage ist, wieso? Wieso sollten wir ihn außen knocken? Ich gehe nochmal in die Wohnung, der hatte. Achso. Okay, Entschuldigung. Das war doof. Ich weiß. So, er hatte doch hier die Kucker, ne? So, hier ist zum Beispiel einer Electric Water Boiler. Vielleicht können wir ihm ja irgendwie einen Tee oder sowas zubereiten. Okay, gut. Hier will er nicht hin. Na gut, dann machen wir es halt eben in der Kitchen. Let's go to the kitchen. This is the baker room. Und hier haben wir Electric Water Boiler. Ashtray brauchen wir nicht. Bierbottle. Oh, warte mal, wir können es auch in ein Bier packen. Wie wäre das denn? Nee, nicht mit Bierbottle.
Doesn't seem to work. Okay. Was ist mit dem Waterboiler? Doesn't seem to work. Das ist ja jetzt blöd. Haben wir da noch was? Turn on water. Okay. Den Waterboiler können wir aber nicht nehmen. Warum funktioniert das nicht? Ist die Bierbottle leer? Cheers. Nee. Also er sagt nichts davon, ne? Also ob sie leer ist. Ich hätte sonst gesagt, dann packen wir das Zeug in eine Bierbottle und geben das der halt eben dem Typen. Halt, da ist auch noch eine Bierbottle. Probieren wir es hier nochmal. With, da lässt er mich erst gar nicht ran. Ist er mit Bierbottle? Das geht, aber. With yourself. Nee, ich will es nicht mit myself probieren, obwohl das könnte auch funktionieren, ne? Nee, das geht nicht. So, hier stand doch auch noch einer rum. Nee, lässt er nicht zu. Okay, was ist denn mit yourself? Being close to him makes me dizzy. Okay, aber was machen wir denn jetzt? Na gut, dann gehe ich doch halt in den Keller. Ist denn noch einer alive sozusagen? So, da können wir jetzt hin. So. Lass mal gucken. Ist hier irgendeiner awake? Das sieht nicht so aus, ne? Examine Monitor. Camera overlooks the lobby. Gut. Okay, warte mal. Lunch Break. Okay, lass mal gucken. Ja. Der sieht aus. Nein! Warum mache ich sowas? Die sehen noch alle ziemlich wach aus, kann das sein? Come on, somebody's dining room. It's our next neighbor's bridge party. The bridge party? Ach stimmt, das hatte sie erzählt, ne? Sollen wir es bei denen versuchen? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn Zeugen da sind. Okay, halt, ne, was? Alter, drop. Slender window suggests on the top floor. Looks through, okay. Okay, er sieht da durch. Also scheinen die anderen tatsächlich alle noch awake zu sein, ne? Sehe ich das richtig? Die Maschine hat erstmal nur unsere Frau Alicia angegriffen. Okay. Gut, weißt du was? Doch, ich probiere es einfach so, Eddie. I want, I will just bargain. Oh ja, stimmt natürlich. I better remain polite. Das ist wahr. Ding dong. Just a moment, dear. Okay, I'll be right with you. Was? Ah, da ist sie. Hallo. Und du siehst nicht gut aus. Why, hello, Mr. Neff. I'm sorry to disturb. Don't worry, young man. Come on. Just abandoned me, so we had to put a bridge game on a hold. What can I do for you? There's something important we need to talk about. Oh, yeah. I can see you upset. Why don't you come in, dear? Let's discuss it with Lady Grave. Always nur Nerves. Klar, warum nicht? Okay, gut. Enter apartment. I need to make Eddie fall asleep. Ja, das ist leicht, das kriegen wir hin. But how do I do that? Sorry, I can knock her out. Das ist richtig. Out of saving. Oh, wir sind hier also richtig. Ach was. Umbrella. Können wir uns jetzt einfach so umsehen? Stands contained to work a war umbrella photo. It's a photograph of family estate with a flush garden. Ach, wie schön. Ja, so. Ein Intercom. Da ist wieder dieses Ding. Das wird doch bestimmt irgendwas. Ventilation grate. Es wird doch bestimmt irgendwas zu bedeuten haben. So, examine phone. Ja, gut. Photo, standing field of sunflowers. All tranquil. Nett. Only sitting on the porch. Okay. Bedroom. Hier sind wir, sollten wir definitiv nicht sein. Aber ich möchte mir die Fotos angucken. First monitor, what's the camera? Photo of a lush garden with a big tree in the middle. Okay.
Irgendwas. Dürfen wir das? Ich weiß nicht, wenn sie uns erwischt, das wird heikel. Pile of Out Detective. Na, dann machen wir jetzt. Ach, wie schön. Dann eine Lamp. Ja, ich wüsste nicht wozu. So, noch mehr Books. All Fiction. Ach was. Mystery Murders. Enjoy Mystery Murder Mystery. Good, Fotoalbums. Okay, was haben wir hier noch? Portrait of an Old Man. Oh, ihr Mann vielleicht? The windows is overlooking Quanko Yard. Belongs to the neighbor estate. Okay. Gut, gehen wir in die Hallway. So, Kitchen, Bathroom. Aber wo sind die? Moment, wo sind die denn? Ah, ich gehe erstmal in den Bathroom. Vielleicht sitzen sie in der Kitchen. Hat sie kein Wohnzimmer oder sowas? Was? Examine Skincare. Skin Cream. A child is playing on an old tree. Ihre Enkel vielleicht. Skin Lotion, Date. Okay, das ist lustig, dass man das alles machen kann. Und das finde, sowas finde ich grundsätzlich in Spielen auch cool. A plastic bucket. Ja, aber irgendwie es führt uns nirgendwo hin, ne? A few more tub. Look. Nein, die Toilet Brush werde ich jetzt nicht nochmal untersuchen. Okay, also gehen wir doch mal hier in the kitchen. So, just putting the kettle on, dear. I wonder with a boiled, we can talk in the meantime. Okay. Ja, so. Ich weiß schon, worauf das hinausläuft. I won't appreciate me rummaging in this kitchen. Examine teapot. Pot has fill strainer under the lid. Okay. Pure some sleeping powder into the teapot. Aber du hast noch reichlich davon übrig, ne? Okay, gut. Was holt sie denn jetzt selbst? Pick-up-Pot. Wozu? Okay. Pot needs contain hot water first. Ach so, okay. Gut, dann machen wir das doch so. Nein, nicht with yourself. Halt. Ah, Mitch. Pot with water. It's already full of water. Okay, gut. Dann kommt das hier an den Stove. Ich turn das Water off. Und turn the stove on. Hat das jetzt funktioniert? Turn on stove. Okay, es ist on, ne? Es ist jetzt aber auch heiß. Wie lange dauert das, bis es heiß ist? Muss ich es nochmal anzünden, oder wie? Hier ist Leiter. The stove is electric. Ah, jetzt guck. Okay, man muss einfach nur einen Augenblick warten. Ja, okay. Gut, turn off stove und dann pick up pot und der Pot mit hot water kommt da hinein. Put hot water into the teapot. Sehr gut. Ich kann ihn immer noch nicht nehmen, ne? There's those tea brewing in the pot. Ja, aber ich kann ihn nicht nehmen. Warum nicht? Spice Shelf. Various spices, nothing too exotic. Ein Toaster. Cupboard? Nee, natürlich nicht. It's pretty jimmy, but at least something seems to be working. Ich kann ihn nicht mitnehmen, ne? Warum eigentlich nicht? Also den Pot stelle ich mal wieder zurück. So. Okay, das ist ja alles ganz witzig, aber okay, weißt du was? Tisch. Nö, denke ich mir doch mal hier rein. Okay, und Mr. Neff, allow me to introduce Prager and Disco on my left, Charmed, I'm sure, and Bucky on my right. Hello, Mr. Neff. As two of my most trusted friends, anything you can say me, you can say to them. Why don't you take a seat? Tell us what you're bothering about. Okay. Das hört sich nach einer längeren Unterhaltung an. Das machen wir lieber erst in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.